Na, wenn das so weitergeht, dann haben wir in Deutschland bald keinen Fachkräftemangel mehr. Denn ganz klar ist, wenn es keine Jobs in Deutschland mehr gibt, dann braucht man auch keine Arbeitskräfte. Daran arbeitet gerade Robert Habeck natürlich mit aller Kraft, denn mittlerweile weitere Konzerne haben hier Stellenabbau oder sogar Stundenreduzierungen ganz einfach veranschlagt ab dem 1. Oktober, wo man ganz klar sagen kann, das sind Jobs, die einfach mal weg sind und die vielleicht auch so schnell nicht mehr kommen. Weiter geht es natürlich auch, dass man ganz klar sagen muss, aktuell hustet ja die gesamte Weltwirtschaft, doch auch hier ist es so, aktuell immer wieder das Thema Lieferkettenoptimierung, Steueroptimierung und gleichzeitig natürlich auch schauen, wo die wirklichen Fachkräfte sind. Wir schauen uns die neuesten Meldungen an rund um den Stellenabbau in Deutschland, wo man auch ganz klar sagen kann, die neueren Statistiken bestätigen das, was viele schon lange wussten. Nur nicht Robert Habeck und die Ampelregierung. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Und ja, es ist relativ spannend, wenn man sich aktuell die Gesamtwirtschafts- und Arbeitsmarktlage anschaut. Denn hier stellt man relativ schnell fest, dass man ganz klar sagen kann, okay, irgendwie liest man bloß noch von Stellenabbau, Stellenverlagerungen. Jetzt zum Beispiel hier von Bosch selbst, von einer Tochter, und zwar im Automobilbereich, heißt es hier, dort werden jetzt zum 1. Oktober bei der Tochterfirma Bosch Engineering GmbH die regelmäßige Wochenarbeitszeit von 40 auf 37 Stunden reduziert. Bevor jetzt hier natürlich alle von der IG Metall, die ja schon die 32-Stunden-Woche hier im Grunde fordern, sich freuen, Vorsicht! Das hat nicht den Grund, weil man hier den Arbeitnehmern was Gutes tun will, sondern man kommt hier der geringen Auftragslage entgegen. Hiervon betroffen sind aktuell 2.300 Beschäftigte im Hauptsitz der auf Entwicklung im Fahrzeugbereich spezialisierten Bosch-Tochter. Hier im Landkreis, Entschuldigung, Abstadt im Landkreis Heilbronn. Das ist aber nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt soll es zum 1. Januar 2025 eine weitere Stunde pro Woche gekürzt werden. Übrigens auch, wie gesagt, mit entsprechender Reduzierung der Gehälter. Hier heißt es wörtlich vom Unternehmen, mit der Arbeitszeitverkürzung reagiert Bosch Engineering zum einen auf die bestehende Überkapazität und zum anderen auf den hohen Kostendruck. Naja, was sind denn das für Thema Überkapazität? Ganz klar, die Produkte made in Germany werden schon lange nicht mehr so nachgefragt, zumindest zu diesem Preis. Denn das Problem ist, was viele deutsche Unternehmen, auch die politische Hybris, von der ich immer spreche, hier zum Beispiel auch von Robert Habeck ganz einfach, ganz klar zeigt ist, dass Made in Germany war Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte lang wirklich natürlich ein, ja, sag ich mal, ein Statement in der Welt. Ganz klar ist aber, die ehemalige Werkbank der Welt, China, hat aufgeholt. Die Qualität dort massiv nach oben gegangen. Natürlich, in manchen Bereichen sind sie noch nicht ganz so gut, in manchen Bereichen haben sie uns aber längst überholt. Vor allem auch ganz spannend ist, dass das natürlich hier Unternehmen trifft, die aktuell nicht mit der IG Metall einen Tarifvertrag haben, wo jetzt viele sagen, ja, genau deswegen sage ich immer Tarifvertrag, IG Metall, Gewerkschaften, Vorsicht! Das mag zwar vielleicht sein, dass du dann der Letzte bist, der am Ende gehen muss. Denn auch hier in anderen Bereichen ist es schon so, dass vor allem hier auch schon geringe Arbeitszeiten gelten. Plus natürlich, es gibt auch weitere Töchterfirmen, wie zum Beispiel im Geschäftsbereich Power Solutions in Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen sowie Cross Domain Computing Solutions hier Leonberg, Renningen, Schwieberdingen, Abstadt und Hildesheim, wurden die Wochenarbeitszeit für die Tarifbeschäftigten auf die 35 Stunden reduziert, die im Tarif vorgesehen waren. Sprich, gleichzeitig Kostendruck, aber es ist nicht so, dass man sagt, damit ist jetzt Schluss. Denn laut auch der Wirtschaftswoche geht es hier nämlich weiter. Automobilzulieferer weltweit unter Druck. Denn zum Beispiel ist es so, dass hier Automobilzulieferer Bosch zuerst den größten Unternehmenszukauf angekündigt hat, aber eben nicht im Bereich der Automobilbranche, sondern hier an der Stelle im Bereich der Wärmepumpen. Dort wissen wir auch, wie es da dank Robert Habeck steht. Gleichzeitig ZF Friedrichshain 25% hier Abbau des entsprechenden Personals. Gleichzeitig Continental bekannt, will sich halbieren. Insgesamt in absoluten Zahlen heißt es hier im Grunde Bosch bis Januar bis Juli 5.500 Stellenangebote weniger. Das ist der erste Schritt. Dann natürlich 15.000 weniger bei im großen ZF. Dann im Grunde Arbeitskräfte hier auch bei Continental. Hier ging es auch bergab.
mit 2.851 Inseraten bisher fast 1.000 weniger. Insgesamt ist der gesamte Arbeitsmarkt jetzt dank der hohen Lohn- und Arbeitsnebenkosten hier durchaus an der Stelle nach unten gerauscht, weil man ganz klar sagen muss, wir befinden uns im internationalen Wettbewerb. Und Fakt ist nur, weil ich jetzt im Großen und Ganzen als Deutschland wir nur noch durch auch Personen wie Annalena Baerbock, Svenja Schulze und andere Politiker in den letzten Jahren verstärkt auch nur noch Moral exportiert haben, anstatt wirklich guten Produkten, muss man sagen, muss man sich nicht wundern. Und da setze ich persönlich zum Beispiel auch weiterhin so auf einen Broker, zum Beispiel auch im Ausland, weil ich sage, hey, ich möchte nicht, dass da Olaf Scholz direkt einen Call macht und schon ist hier an der Stelle im Grunde, das Geld weg von meinem Depot. Deswegen setze ich zum Beispiel aktuell auf Freedom 24. Da gibt es aktuell 5,9% Zinsen hier für Einlagen in Euro und bis zu 8,81 in US-Dollar. Übrigens auch über 1 Million an der Stelle hier ETFs und Aktien und sonstiges, was hier gehandelt wird. Spannend ist aber hier eine laufende Aktion. Und zwar bis zum 31.08. kannst du hier noch Aktien geschenkt bekommen. Und zwar vom 1. Juli bis 31.08.2024 erhältst du Aktien im Wert von jeweils 300 bis 800 US-Dollar. Was machst du dafür tun? Du musst im Grunde hier einen Betrag einzahlen für 3 Aktien hier, im Grunde 5.000 Euro, dann im Grunde hier für 10 Aktien mindestens 20 oder hier, wie gesagt, mindestens an der Stelle ganz einfach hier noch über 50.000 Euro. Das Ganze Spannende ist jetzt, weil ich es euch auch immer wieder gerne zeige, ist an der Stelle, ich bin kurz gewechselt in den anderen Broker, hier an der Stelle zum Beispiel hier ganz klar, ganz Freedom 24, mein Portfolio hier mit Blick darauf. Entsprechend hier meine Aktien aktuell auf Freedom 24, BMW, Evonik, natürlich auch Nvidia und die REITs. Weiter geht's aber hier mit dem spannenden Bereich. Insgesamt 15.000 Euro habe ich jetzt bei Freedom 24 angelegt. Hier heißt es aktuell 9.000 US-Dollar habe ich hier drin. Gleichzeitig auch nochmal an der Stelle hier meine Cash-Puts im Großen und Ganzen hier mit 8,8 und 7,99 im Grunde hier gesichert. Weil jetzt auch natürlich noch einige Fragen kamen, grundsätzlich Broker im Ausland unabhängig von Freedom 24. Solange Sie eine Lizenz in Deutschland haben, in Europa haben, unterliegt jeder Broker. Das betrifft jetzt nicht nur Freedom 24, sondern auch Interactive Brokers, Cap Trader und wie sie alle heißen, treffen hier im Grunde die EU-Regularien. Das heißt, die mindestens 20.000 Einlagensicherungen sind vorhanden. Zum Beispiel, wie gesagt, diese im Grunde 9.000 US-Dollar, die ich hier habe, auf Freedom 24, sind abgesichert mit entsprechender Einlagensicherung von 20.000 Euro. Die Aktien, und das betrifft auch jeden anderen Broker, ist so, sind immer Sondervermögen. Das heißt, wenn dieser Broker auch theoretisch pleite geht, dann kannst du, wie gesagt, auch da weißt du ganz genau, die Aktien bleiben dort bestehen. Ich werde euch übrigens auch die Seite dazu nochmal unten verlinken, weil Freedom 24 dazu einen umfangreichen Artikel auch auf seiner eigenen Homepage hatte zum Thema, was passiert eigentlich, wenn wir pleite gehen. Spannend ist aber auch an der Stelle, wie es weitergeht. Denn auch in NRW macht sich gerade hier wirtschaftlich durchaus eine Krise breit. Denn hier heißt es, die Habeck-Bremse NRW-Bauministerin schießt gegen Vizekanzler. Spannend ist nämlich auch, und hier in dem Artikel findet man durchaus die ersten und Hauptgründe, warum Deutschland auch gerade bergab geht. Warum ich zum Beispiel nur noch im Ausland investiere. Nun macht NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach mitverantwortlich hier für den Abwärtszug im Bau. Hintergrund ist, heißt es hier, im Großen und Ganzen der Abwärtszug im Bau- und Wohnungsmarkt resultierte aus bundesweiten Regelungen wie der neuen Habeck-Bremse, sagte hier die entsprechende Frau Scharrenbach. Das zerstört Vertrauen. Vertrauen ist aber entscheidend, um Investitionen zu tätigen. Hintergrund aktuell die Kürzung der Fördermittel bei der Energieberatung, haben wir auch schon darüber berichtet, von 80% auf 50%. Gleichzeitig entsprechend hier der Fördersatz, der halbiert worden ist, von zum Beispiel 1.300 auf 650 Euro, bei Mehrfamilienhäusern von 1.700 auf 58 Euro, plus natürlich weitere Kürzungen, die noch anstehen. Auch Hintergrund natürlich die Baukosten, die ja ansteigen. Und da musst du auch ganz klar wissen, jedes Mal, wenn jetzt die Steuern und Abgaben steigen, da sagst du, hey, boah, jetzt habe ich weniger netto auf meinem Lohn. Gleichzeitig musst du es aber auch bezahlen. Und das ist ja das Schöne an der Marktwirtschaft, dass alles hier im Grunde irgendwo zusammenspielt. Wenn der Mindestlohn erhöht wird, die Helfer im Bau werden teurer. Das zahlst am Ende du, wenn du ein Einfamilienhaus hast. Oder auch, wenn du, sag ich mal, eine Mietwohnung hast und dort der Handwerker kommt. Klar, die verdienen natürlich die Hauptkräfte über den Mindestlohn, aber die Gehilfen teilweise nicht. Was bedeutet, du zahlst am Ende den Mindestlohn. Das ist im Grunde der wichtige Punkt. Gleichzeitig bei allen anderen Baukosten verteuert es sich durch Regularien. Gibt es ja auch einen umfangreichen Beitrag auch über die DIN-Normen, wo man ganz so sagen, google mal, oder geh mal auf YouTube und da gibt mal DIN-Skandal ein, wo teilweise Regularien sind, die von Großkonzernen eingeführt werden. Und das ist jetzt aber auch nicht nur das, das trifft jetzt auch alle. Zum Beispiel mit Blick darauf,
die sich im Grunde ein Geschäftsgebäude, ein Privatgebäude oder sonstiges hinstellen wollen, die müssen das bezahlen. Weiter geht es aber auch zum Beispiel, Weltbild stellt jetzt den Betrieb ein. Ganz klar muss man sagen, das wäre ja obvious. Warum? Weil an der Stelle hier im Großen und Ganzen das Ganze einfach über Jahrzehnte verschlafen worden ist, hier mit dem Trend zu gehen. Spannend finde ich aber auch, wie Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hier im Grunde gegen, auf Wahlkampfhilfe des Kanzlers verzichtet. Er ist Dietmar Woidke übrigens von der SPD. Und warum jetzt in Brandenburg nichts mit ihm zu tun haben will. Und folgendes Zitat reicht eigentlich aus, wie auch die Stimmung in der SPD über den Kanzler ist. Ich bin froh, wenn ich von der Bundesregierung ein paar Tage nichts höre. Hier mein Handelsblatt Plus Artikel, verlinke ich euch auch unten. Das übrigens aktuell der Ministerpräsident von der SPD. Und ihr wisst ja, Ampel ist aktuell an der Stelle hier, sag ich mal, SPD, FDP und Grüne. Also wo ich auch schon gesagt habe, die eigenen Leute in der SPD sind dort mehr als kritisch. Fakt ist aber auch, international hängt das Ganze auch ein bisschen zusammen. Denn wenn die im Grunde amerikanische Wirtschaft aktuell ein bisschen Schnupfen kriegt, dann hat man ja gesehen, was am japanischen Markt passiert mit den Arbeitslosigkeitenzahlen, zu den Arbeitsmarktdaten. Da war der schwarze Montag von 1987, wurde hier krass beschert am japanischen Markt. Gleichzeitig ging es aber auch hier drum, wie sich die anderen Daten entwickeln. Und das ist auch spannend, etwas geringerer Anstieg bei den US-Erzeugerpreisen sorgt am Dienstag für eine kräftige Erholung an den Märkten. Denn hier weiß man auch ganz klar, die Amerikaner haben noch zumindest ein bisschen Restkapitalismus in sich vereint und bedeutet auch hier, dass die Inflationsrate insgesamt gesunken ist und gleichzeitig anderen Daten auch positiv waren. Denn auch so wichtige Kerninflation, die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiepreise herausfiltert, ist von 3,3 auf 3,2 gefallen. Das hier vor allem auch spannend ist, dass Einzelkonjunkturdaten aus den USA eine solche globale Aufmerksamkeit genießen, ist eher ein Zeichen der Schwäche. Und jetzt kommen wir dazu, spannende Analyse, eher eine Schwäche des Rests der Weltwirtschaft jenseits der USA. Und deswegen setze ich schon sehr, sehr lange im Grunde hier, sage ich mir, immer wieder auf internationale Märkte wie die USA. Gleichzeitig die Hoffnung auf die Zinswende in den USA. Und vor allem, was auch spannend ist, und da habe ich diesen Artikel auch, der private Konsum treibt Japans Wirtschaftswachstum an. Da muss man verstehen, woraus konsumierst denn du? Konsumierst du aus dem Brutto oder aus dem Netto? Robert Habeck, Kevin Kühnert, Ricarda Lang und andere würden sagen, man konsumiert aus dem Brutto. Denn ganz klar ist natürlich, auch mit dem Bürgergeld, das darf man nicht mit reinrechnen. Das ist aber leider falsch, denn du als privater Endkunde, du hast nur das Netto zur Verfügung. Du kannst sagen, hey, Sozialabgaben und ähnliches, dafür kaufe ich mir einen neuen Porsche oder sowas. Das geht leider an der Stelle einfach nicht. Denn du musst immer aus dem Netto heraus im Großen und Ganzen hier deine Tätigkeit ausführen. Und deswegen werden wir auch tendenziell wahrscheinlich die Wirtschaft weiter abwürgen, weil die Sozialabgaben bis wahrscheinlich 2035, aktuelle Schätzung selbst der Bundesregierung hier, auf 50% die Sozialabgaben steigen werden, plus Arbeitgeberanteil, also der dann ist schon mit drin. Und dann kommen auch Lohnsteuern und andere Abgaben dazu. Das heißt, die Abgabenlast der Arbeitnehmer wird immer weiter steigen, der Unternehmer. Und dadurch wird sich aber der private Konsum immer weiter schwächen. Das, was übrigens lustigerweise jetzt gerade auf Deutsch den Japanern den Hintern rettet, ist der private Konsum. Der kommt aber in Deutschland immer weiter zu erliegen. Warum? Weil wir kein Geld mehr haben, weil wir neben Rentenversicherung, von der übrigens wahrscheinlich keiner von uns mehr was sehen wird, wenn du so alt bist wie ich, Krankenversicherung, ist immer maroder, weil immer mehr Nichtzahler reinkommen. Dann zum Beispiel aber auch Arbeitslosenversicherung, die ja übrigens an der Stelle auch pleite ist, weil die 27 Milliarden Krisenrücklage nicht vorhanden sind. Was haben wir noch? Arbeitslosenkranken, Pflegeversicherung, selbes Problem. Auch da besser privat vorsorgen. Und da kann man auch sagen, weiter geht's an der Stelle mit im Grunde Kfz-Steuer, Grundsteuer, Biersteuer, Sektsteuer. Was haben wir noch? Boah, fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts mehr ein, aber schreib gerne mal noch eine Steuer ein, wo du ganz lustig findest, wo du sagst, okay, die ist eigentlich völlig überflüssig. Und da, wie gesagt, nochmal hier Hashtag Werbung an der Stelle. Empfehle ich jedem, wie gesagt, aktuell international zu investieren und sich auch dann die Rente selbst zusammenzubauen. Gibt es auch gute Videos von Kolja zum Thema hier Altersvorsorge nach dem norwegischen Fonds aufzubauen. Schau dir das Video an. Ansonsten, ich wünsche dir einen schönen Feiertag. Bei uns in Bayern ist heute Feiertag. Aber nichtsdestotrotz, für mich geht es jetzt dann auch ins Fitnessstudio und dann heute natürlich noch weiter Content für euch produzieren. Schönen Tag, haut rein und vergesst natürlich nicht, liken, teilen, weitersagen und lasst auch ein Abo da, das freut mich.